Es tut mir leid, Lama, es tut mir leid. Komm zurück. Hat Lama geschlagen. Es verbündet sich wieder mit mir. Oh, wir sind wieder Buddies. Hallo, Lama. Ja, moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier im Creeper-Gehöft, was wir in der vergangenen Folge befreit haben. Und Kevin hat ein Biom gepingt und den begrüße ich jetzt auch mal, den pingenden Kevin. Ja, hallo, Leute! Schön, dass du wieder dabei bist und natürlich auch schön, dass der hostende Benny hier wieder bei uns ist. Hallo! Das Trio Infernale ist wie immer komplett, naja, wie fast immer. Und wir haben gerade Kriegsrat gemacht, weil wir nämlich nicht mehr wissen, was wir am Ende der letzten Folge gesagt haben, was wir als nächstes machen wollen. Haben wir einfach alles über den Haufen geworfen und gesagt, wir gehen jetzt zur Sporenhorde. Das ist zwar nur noch der Boss, der übrig ist, und möglicherweise ist das ein ganz schön dicker Brummer, aber Kevin meinte, wir sind so unfassbar gute Spieler. Und Benny wollte einfach nur schnell aus der Diskussion rauskommen und loslegen. Also basically ist das jetzt unsere Entscheidung. Ich war auch der Meinung. Ich war der Erste, der gesagt hat, lass uns da reingehen. Da ja, muss ich ihm recht geben. Ich gehe zwar auch davon aus, dass ich das Handicap bin, weil ich die Legends nicht gespielt habe, aber ich will trotzdem rein. So, aber weiß ich nicht, warum du jetzt meine durchaus fundierte Meinung so unterminierst. Ja, okay, Benny war fundierter Meinung wie nie zuvor. Auf jeden Fall war Benny auch der Meinung, dass wir ein paar Ressourcen auf dem Weg dahin einsammeln müssen. Und da gebe ich ihm absolut recht. Wir haben nämlich ganz schön Ressourcen verballert beim letzten Mal, als wir das Creeper-Gehöft verteidigt haben. Das heißt, auf dem Weg dahin, ich würde das jetzt mal anpingen auf der Karte, wenn ich rausfinde. Ja, hier ist die Karte. Der Weg ist gar nicht so weit, also sollten wir tatsächlich alles mitnehmen, was wir finden. So, Steine bauen gerade noch ab. Ja. Bin schon mal besorgt. Ich hatte gerade auch irgendwo Kohle gesehen. Ich glaube, das wäre auch ganz praktisch, weil... Sind wir aber voll. Sehr gut. Das ist sehr praktisch. Aber hier wäre Kohle. Okay, gut. Holz sind wir auf. Wir haben nur ein 1000er Holzcap. Okay, das ist echt nicht viel. Ich bin derjenige, der das nachholt immer. Wir können natürlich auch, wenn Matze auf Nummer, Ober sicher gehen möchte, gucken, ob wir noch irgendwelche Verbesserungen bauen können. Der kann schwimmen. Ja, das ist gar keine dem, so dumme Idee, aber... Ja. Dem unterstütze ich, ja. Okay, wenn was ist das denn? Hör auf, mich anzugrölen von denn? Der Seite, du! Na, keine bösen Wörter. Nettes Schwein. Benny, nimm mal bitte noch die 3 Einheiten mit, danke. Okay, na dann würde ich sagen, machen wir einfach mal eine Schnellreise zum Zentrum, zur Schicksalsquelle. Ne? Und schauen mal, was wir da so an Verbesserungen bauen können. Weiß, wir überhaupt noch welche bauen können? Ich weiß es nicht, aber wir waren da jetzt länger nicht. Du thinkst so, um ehrlich zu sein. So, wo ging das? Verbesserungen, hier. Also wir könnten auf jeden Fall Kohle verbessern. Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, um mehr Creeper zu spawnen. Oh, und wir könnten die Verbesserung bauen, um die ersten aufzuwecken. Da können wir die Golems sozusagen... Naja, du weißt schon. Also ihr wisst schon, die Golems können wir dann halt spawnen auf der Karte. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir haben ja hier zum Beispiel den ersten Ziegel. Und wir wussten beim letzten Mal nicht, wie wir die gespawnt kriegen. Und wir brauchen Rohstoffe und wahrscheinlich diese Verbesserung. So, was haben wir noch? Krafttürme sammeln. Das haben wir letztes Mal auch gefunden, Krafttürme. So, macht mal einen Spruch. Ich habe schon so ein bisschen ein paar Favoriten. Ich hätte auch kein Problem mit mehr Redstone. Stimmt, ja. Da bin ich auch dafür. Kevin, hast du ein Argument gegen mehr Redstone? Nee. Dann baue ich's. So, wir könnten auch Diamanten sammeln, wobei ich mir noch nicht sicher bin, wofür wir die brauchen. Ach nee, ist auch nur eine Verbesserung. Ich wollte gerade sagen, Verbesserung Diamanten wäre ich auch nicht abgeneigt, weil man dann einen Fernrohraussichtspunkt bauen kann, um die Reichweite von Redstone-Werfern zu erhöhen. Ich glaube, wir brauchen unbedingt Verbesserung der Schöpfungsflammen, damit wir mehr spawnen können, mehr Kreaturen. Gut. Der nimmt zwar relativ viel Platz weg, diese Verbesserung. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall... Oder seht ihr das anders? Aber ich glaube, wir brauchen einfach mehr Einheiten. Nee, nee. Ja. Gehe ich mit. Sofort. Dann würde ich vielleicht
entweder Türme oder die ersten bauen. Also entweder die Golems erwecken oder die Türme. Statt beides, oder? Was die Golems sagen, oder? Die Golems, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Warum nicht beides? Weil ich stattdessen lieber noch ein bisschen auf Kohleverbesserung gehen würde. So. Wir können auch beides bauen, wenn wir es uns leisten können. So ist es nicht. Aber ich denke, Kohleverbesserung, um Creeper zu spawnen, ist nicht zu vernachlässigen. So. Ja, jetzt fehlt es uns leider an Prismarin, glaube ich. Genau. Also das war alles an Verbesserungen, was wir bis jetzt bauen können. Da müssten wir wieder mehr Dörfer befreien, um mehr Prismarin zu bekommen. War die in den Dorfkisten nicht zu finden? Nee, ne? Nee. Ich bin mir gar nicht sicher, ob in den Dorfkisten von den befreiten Dörfern Prismarin lag. Es gab, glaube ich... Nee, da ist keins. Ist keins. Ich sehe es gerade. Da müssen wir wahrscheinlich neue Dörfer befreien, dieses oder? Dorf ist fürs Erste befriedet. Ja, okay. Wir, dass es den hungrigen Blicken der aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt primär die Sporenhorde klatschen. Und dafür müssen wir gen Westen. Kommt ihr mit, meine zwei Helden? Moment, bitte. Moment. Ah, Kevin. Wenn ihr extra... Moment. Ja? Du hast einen so coolen Skin. Danke. Du aber auch, Matze. Danke, also, Kevin. Der sieht ja echt cool aus. Oder? Also so grün und legendär und episch. Also das sieht schon... Hat Benny auch Kevin den coolen Skin? Okay, jetzt wird's halt gemein. Warte mal. War da schon zu viel? Zeig mal her. Ach, die goldene Kappe. Nein, ja. Fällt mir. Nein, ich bleib bei meiner grünen Kappe. Ich finde die hübscher. Das ist okay. Das ist völlig so, okay. Check this. Man muss ja mal Benny an der Stelle auch zugute halten, dass gefärbtes Leder, wo die grüne Kappe wahrscheinlich raus ist, von der Haltbarkeit her sogar ein bisschen besser ist als Gold. Zumindest im Hauptspiel Minecraft. Also von daher, Punkt für ihn. Weiß gerade gar nicht genau, wie es mit den Verteidigungswerten aussieht. Ich glaube, da ist Gold ein bisschen besser. So, Benjamin! Ich sammle gerade noch ein bisschen Zeug zusammen. Okay. Kohle, Eisen, also Steine. Der kommt noch. Genau, habe ich auch so verstanden. Basically, ja. Ich würde es dir übrigens gleich tun und solange wir noch ein paar Abbau-Golems haben, die hier einfach losschicken. Also gerade Steine brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Und wenn wir noch Eisen finden, wäre das natürlich auch gar fabulös. Mach ich mich nochmal schnell auf die Suche danach. Du kannst auch einfach in die befreiten Dörfer nochmal reisen, da die Thronen leer machen, da ist Eisen drin immer. Das stimmt. So. Das stimmt, das ist gar keine schlechte Idee. Im Übrigen gab es auch eine Verbesserung, dass man, dass die Dorftruhen geteilt werden. Das heißt, man müsste immer nur noch ein Dorf ansteuern, um alle Belohnungen abzustauben. Interpretiere ich jetzt jedenfalls mal so. Sollten wir uns vielleicht auch überlegen, ob wir das demnächst mit als Upgrade... Ja, aber denk mal, dass wir nur eine Maximalanzahl haben, ne? Ich würde es vielleicht nicht... Was sind nicht... die denn? Die Dörfer? Dorftruhen. Achso, die Dorftruhen, die sind in der Mitte bei den Brunnen. Ja, genau. Oh, guck mal, ich habe Eisen gefunden. Mhm. Das werde ich so gleich mal abbauen. Ich habe mir gerade keinen Stein gebracht, kein Eisen gebracht. Okay. Also in manchen war welch drin, I don't know. Also du kannst auf der Karte nachgucken, welche Dörfer Eisen produzieren. Also steht halt eigentlich immer da, welche Waren produziert werden. Wenn das natürlich nicht hinhaut, dann weiß ich es leider auch nicht. Oh, Explosive! Naja. Ich habe meine Einheiten einfach nur mitgesammelt, die waren irgendwo. Ich glaube, wir nähern uns der Sporenhorde. Hier ist nämlich zum einen... Bissl Bee. ...ziemlich viel los und zum anderen färbt sich der Himmel gar... Wir sind gleich da, ja. Bedrohlich. Ich weiß halt nicht, lass uns mal ein bisschen scouten, wo wir eine Basis aufsetzen. Weil ich glaube, es ist nicht sinnvoll, dass jetzt am erstbester Stelle... Entschuldigung, ich habe eine Katze getriggert. Ist okay. Der Miet. Der passt ja gar nicht durch. Ja, wir haben schon gewonnen. Oh fuck, der hat Weight Watchers gemacht. Ist,
möchtest. Alter, was ist das, ein Kinderspiel? Was für eine schreckliche Kreatur. Achte auf das Eklige. Ja. Mach ich. Ich laufe gerade einmal im Kreis drumrum, um zu gucken, wie du schon sagst, wo wir ja Base bauen können. Ich glaube hier... Oh, Vorsicht, der attackiert schon. Der Schild, hier muss ich ja echt weit reinbauen. Ja, das... Also meine Redstone-Werfer werden sehr lange brauchen, dass ich euch damit unterstützen kann. Okay. Vielleicht ist es dann sinnvoller, auf die Redstone-Werfer zu verzichten. Kannst du nicht grünen? Ja, mache ich auch gerade. Aber das dauert ja auch eine Weile, bis Benny dann hinreichend weit rangekommen ist. Ja, aber ich mache ja nichts. Ich kann ja nicht mehr Einheiten tragen. Also ich helfe euch ja nicht durchs... Guck mal, Kevin, hier sieht's ganz gut aus, wo ich gerade bin. Weil da haben wir eine Plattform, die relativ... Könnt ihr das denn... Was? Hm. Soll ich es euch mal anpingen? Hm. Ja, dann muss ich vermutlich nochmal durchlaufen und in den Westen... weiter in den Westen laufen. Genau, es ist recht westlich. Aber hier haben wir so ein bisschen eine Plattform, wo wir uns verbarrikadieren können. Es ist nicht super weit rein und wir haben eine flache Plattform, um... anzufahren. Also um uns nach oben vorzuarbeiten, meine ich. Ich glaube, das könnte funktionieren. Wenn Kevin noch eine bessere Position findet, bin ich natürlich... habe ich ein offenes Ohr dafür. Du hast offene Ohren, sagst du? Ja. Das ist schön. Ich bin gerade auf dem Weg. Diese Basis wird eine bedeutende Herausforderung darstellen. Verbessere deine Fähigkeiten, damit es nicht so schwer ist. Ach, Spiel. Kevin hat gesagt, wir schaffen das. Ist so. Ja, Matze ist jetzt so ein bisschen, ne? Ja, Matze, der hat manchmal Respekt, was okay ist, aber ist nicht notwendig. So, wo seid ihr jetzt? Du brauchst halt keinen Respekt, hier, wenn du besser bist. Oh nein! Es tut mir leid, Lama, es tut mir leid! Komm zurück! Lama geschlagen. Es verbündet sich wieder mit mir. Oh, wir sind wieder Buddies. Eigentlich. Hallo Lama. So, wo willst du jetzt bauen? Na, hier so, wo ich gerade stehe. Weil hier haben wir so ein bisschen Deckung durch diesen kleinen Hügel hier. Wir haben eine recht große Fläche, um ein paar Verteidigungsanlagen zu bauen. Und es ist nicht super weit rein. Also Benny muss nicht so viel begrünen. Oder? Seht ihr das taktisch anders als aber ich? Aber war nicht da drüben, war da nicht sogar grün? Na, das ist ja egal. Es geht ja einfach nur um Blöcke, die halt nicht befallen sind vom Nether. Also hier hat Benny schon angefangen reinzubauen. So. Dann würde ich jetzt hier einfach mal ein paar Spawner hinsetzen. Vielleicht noch zwei Wachtürme. Macht es. Ist es okay, wenn ich schon mal ranlaufe? Schon mal gucken? Wenn du sowieso schon Golems hast, dann go for it. Na, ein paar, nicht viel, aber ich will bloß mal kurz rangucken. Mal sehen, was wir brauchen und so, weißt du? Was wichtig werden könnte. So, hier. Ich habe gerade Steingolems, passt ganz gut. Hier sind ein paar Türme. Muss noch ranlaufen, gucken. So, haben wir hier noch einen Stein. Na, Steinmetzhütte, sehr geil. Bauen wir mal hier noch eine Steinmetzhütte hin. Das ist auf alle Fälle gut befestigt. Die Sporenhorde breitet sich aus. Ich schätze, du hast ihre Aufmerksamkeit erregt. Ja, doch. Nee. Hätt's uns doch nicht. Bloß. Bist du dachte, ein du wolltest. Ich wollte gerade einfach aus Prinzip den Nein. Nee. So, ich habe hier ach mal so die Spawner ein kleines bisschen befestigt. Ich würde mal noch keine Creeper holen, weil ich glaube, die brauchen wir gegen Ende ein bisschen mehr. Nicht, dass uns die Kohle ausgeht. Deswegen hole ich erstmal ein paar Steinis und vielleicht ein paar Skelettis. Vielleicht noch ein paar Healer. Mhm. Oh. Wie viel Cap? Was haben wir jetzt? 28 ist unser Cap. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. I've seen worse. Naja. So. Es ist okay. Schwierigkeitsgrad 4 Schweinchen. Mhm. So müssten die Elefanten vermutlich töten. Ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Anfang. Deine Anwesenheit macht die Piglins ausgesprochen wütend. Das kann ich verstehen. Oh, 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 oh. So, runter mit dir.
mich ein bisschen zurückziehen, weil ich hier ein bisschen Schaden kriege. Sehr gut. So, dann müssen wir hier hoch. Ja, ich mach nur den kleinen, hier, den Pupsverstreuer mache ich gerade kaputt. Das Problem ist halt, dass die von oben nach unten ballern. Naja, die haben den Highground, ganz klar. Oder, voilà. Aber momentan halten sich unsere Verluste noch ein bisschen mehr in Grenzen, als ich erwartet hätte. Was, glaube ich, mal sinnvoll wäre, wäre so ein... Treppe ist gleich down. Schnellreisepunkt, Brunnenhaus. Ja, das lässt sich aber nicht direkt hier im Umkreis bauen. Oh, ich muss mich kurz zurückziehen. Ich habe nur noch 2 Herzen. Mach das. Ich auch. Hab noch 1,5. Die Picklins können angreifen, wo sie wollen. Was haben sie denn vor? Oh, hier könnte ich ein Brunnenhaus hinbauen. Ich habe mal eins errichtet, damit wir einen Schnellreisepunkt haben. Das ist sehr gut, weil da kann ich immer mal Redstone nachholen. So ein Heilstein wäre noch echt praktisch hier in der Umgebung. Vor allem, wenn ich hier permanent in die Dornbüsche renne. Sehe ich aber leider gerade gar keinen. Wie geht's denn an der Front voran? Weiß ich noch nicht. Hört sich gut an. Hab gerade einen Redstone-Werfer bedient. Nice. Ja, kümmere dich mal kurz drum. Ich hole ein paar Redstones nach. Ich würde mal noch eine Zimmermannshütte hier bei uns in der Base hinbauen. Was macht denn eine Kriegstrommel? Ach, nee, die verschnellert oder erhöht die Feuerrate von Redstone-Werfern. Was gar nicht schlecht ist, weil... Du kannst auch gerne ein bisschen mehr begrünen, damit man noch einen Redstone-Werfer weiter vorbauen kann, weil die Reichweite ist noch nicht so hoch. Bäm! Weg damit! Wo ist denn Mats eigentlich mit den Einheiten? Ich musste raus, die Einheiten habe ich dir eigentlich da gelassen. Ich stell gerade fest, dass wir kein Holz mehr haben. Jetzt schon? Ja. Naja, unser Cap ist 1000, das ist nicht viel. Holz baut ab. Ich bin noch gerade ein bisschen dabei, noch unsere Basis zu befestigen. Die Kriegstrommel wurde übrigens zerstört. Scheiße. Das ging schnell. Es ist halt echt nervig, dass man ständig eigentlich nur am... Zeug farmen ist. Ja, gut, ne? Und das spawnt nicht nach. Das heißt, du brauchst ja immer mehr Zeit, um Zeug zu farmen. Ja. Wo ist denn unsere Base? Ja, hier, ne? Ich brauch mal hier... So, oh, wir haben noch 5 Golems. Muskolem, Skelett, Creeper, Spawner. Können wir irgendwie Hochstein. Die Büsche? Nee, ne, die kriegen wir nicht weg. So, auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, weil hier in unserer Base sind ein paar von diesen Büschen, die echt unangenehm sind. Oh, es gibt doch echt nicht viel Holz hier in der Nähe, das ist ein Problem. Ah, das Gute ist, dass der Redstone-Werfer auch selber angreift. Ne, das war ich gerade. Oh, das warst du gerade. Schade. Die blöden Elefanten kann man halt damit auch nur einmal treffen, dummerweise. Und dann? Aua. Also mit dem Redstone-Werfer. Das ist ja überhaupt nicht gut. Ich komme hier nicht mehr weg. Oh, wie konnte man diese blöden Dings bauen hier? Du gehst nach links ins Baumenü und da ist es bei mir zumindest irgendwo nur. Kann ich denn zuschlagen? B. B wie Batsche. Ja. Ja, die Redstone-Werfer zu bauen bringt überhaupt nichts, wenn die Elefanten noch da sind. Warum? Weil die sofort zerstört werden. Hält, der hat relativ lange. Ja, der hinten hält. Das Problem ist, dass aber uns halt vor. Für jeden zerstörten Redstone-Werfer das Redstone-Flöten geht. Mhm. Und wir dann nur begrenzte Menge haben. Das heißt, wir sollten die taktisch versuchen so einzusetzen, dass die möglichst lange bestehen.
bin ich tatsächlich bei Kevin an der Stelle, bei Benny. So, ich habe mal ein paar Ressourcen. Mal bitte, ich weiß, dass die Basis eine bedeutende Herausforderung ist. Kann es bitte weggehen? Ich will mein Ziel bestätigen. Das ist immer, wenn du rausgehst, kriegst du die Info. So, ich würde hier mal noch so eine Treppe nach oben bauen, weil die erste scheint sie schon erlebt zu haben. Ja, ich habe zwar oben eine gebaut, aber die hier unten ist währenddessen zerstört worden. Okay, ein Elefant ist tot. Nice. Dann hier selber reinzugehen. Mal wieder Redstone-Farmen gehen. Hier selber reinzugehen ist recht useless. Du kannst auch gerne Golems nehmen und vorgehen. Besiegen, bevor du dieses Portal zerstörst. Benny, ich kann, dann kann ich so 12 Golems zur Not eine Runde farmen gehen. Hm. Also musst du in den Dschungel, es gibt anscheinend scheinbar ein Dschungelgebiet. Na, hier um die Ecke habe ich schon relativ viele Bäume abgebaut. Dschungel ist. Na, Redstone, hauptsächlich. Ja. Achso. Achso, wir brauchen Redstone, okay. Im Sumpf gibt's auch Redstone. Mann, warum falle ich denn jetzt gerade immer runter? Gehe ich mal dahin, würde ich sagen. Ah, Benny hat recht. Also die Meldung da triggert ja komplett. Ja. Also ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Dass ich schlecht bin oder was? Das ist, glaube ich, einfach nicht durchdacht. Also die kommt halt immer, wenn du das Gebiet kurz verlässt und wieder reingehst. Alter, jedes Mal, wenn ich oben bin, werde ich runtergepokt. Verhext nochmal. Was ist denn unser Redstone Cap? 300? 300. Okay, dann kann ich noch ein bisschen abbauen. Also hier im Sumpf gibt's echt viel Redstone. Ich weiß halt nicht, mit welcher Frequenz der regeneriert. Hundis! Yo! Ja, was, Alter? Da kam direkt so ein Selbstmordpiglin rein, hat alle Hundis und meinen Abbaugolem zerstört. Vendetta! Oh Gott, jetzt geht's los. Ich hol mal vielleicht ein paar Skelette, um den. Ja, ja, wir brauchen was für den Dicken hier. Also müsste schon ein bisschen angeknackst sein. Ansonsten holt halt doch schon ein paar Creeper. Ich muss auch ohne gehen. Und. Naja, Kohle können wir ja zur Not wieder nachholen, so ist es nicht. Nein, er hat gesagt, es muss auch ohne gehen. Ja, das weiß ich. Trotzdem. So. Brauchen wir jetzt hier nicht irgendwie falsche Bescheidenheit an den Tag legen. Wenn du sagst, muss auch ohne gehen, dann kannst du auch einfach mit dem Schwert reinrennen. Dann wird die Folge halt einfach 8 Stunden lang. Kann ich aber den Elefanten nicht töten, das geht halt nicht. Das ist das Problem, was würde ich ja machen. Ja, deswegen kannst du dir Hilfe nehmen, zum Beispiel von Creepern. Die wir ja extra befreit haben, deswegen. So, Redstone ist gleich wieder voll. Ich komme mal zurück zu euch. Wieso denn? Hä? Ich will hier eine Brücke bauen. Benny, kannst du hier eine Brücke rüberbauen? Währenddessen? Ist ja übelst lieb. Danke. Kühlt ab. Die greifen, by the way, überhaupt nicht den Dicken da an. Ich liebe das bei Strategiespielen, wenn die Einheiten nicht das machen, was sie machen sollen. Ist das nice. So, ich habe mal eine Kriegstrommel und noch einen zusätzlichen Redstone-Werfer gebaut. Ich baue den einmal ab und setze ihn mal weiter vor. Ja. Das Lustige ist, dass eigentlich Gebäude sind gerade gar nicht so das Problem. Also, wir brauchen gerade mehr Einheitenschmetterer. Der Elefant hier ist tot, nice. Ja, den habe ich gerade mit dem Redstone-Werfer eine drüber gelatzt. Da hinten kommt so ein. Ach so, das ist der Boss, ne? Ist das der schon? Der große da scheint der Boss zu sein, ja. Kann sein, ja. Ja, das ist der mit den hässlichen Pilzen auf dem Kopf. Okay. Ja, dann muss ich die Redstone-Werfer vermutlich mal dahinter
vorstellen. Das kannst du machen. Ich würde jetzt wirklich für den Boss Creeper holen. Da schäme ich mich jetzt auch nicht. Also. Nee, alles gut. Mach ruhig. Ich will mir erst mal zurückziehen. Dann ist die Frage, ob die Piklin denn schon hinreichend verunsichert sind, wenn wir den Boss vernichtet haben, oder ob wir noch das Portal dann auslöschen müssen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke beides. Das geht nicht, weil das waren zwei Sachen, die sich gegenseitig ausschließen eigentlich. Also nee, ich denke, wir müssen beides zerstören. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich's. Sorry. Du weißt doch, ich spare immer an Worten. Ja, ja, das weiß ich. Naja. Da wird er richtig zum Schwabe, der Kevin. Wenn es um die Worte geht, da musst du aufpassen. So wenig wie möglich, einfach nur um sicher zu gehen. So, Krieger, macht er mal. Macht mal bum bum bum. Ich hab schon ab Prozent schon abgezogen. Weg. Ja, du bist es einfach. Ja, ich weiß. Aber die explodieren nicht. Hey, die stehen einfach nur da drum rum. Ja, machen auch gar nicht mal so viel. Sind sie jetzt schon weg? Die sind alle weg, oh, ja. Oh, 2% Leute, 2%! Easy, oder? So also fängt es also an. Gar kein Problem. 3%! Oh, 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 5%! Benny schiebt immer noch den Redstone-Werfer. Ah, oh, es ist so schwer! It's getting serious. Okay, okay. Vielleicht sollten wir da lieber Skeletti. Ich bin wieder runtergefallen. Ja, ist runtergefallen. Ja, shit happens und so. Was ist hier, ja. Ich hol mal Skelettis. Vielleicht sind die ein bisschen sinnvoller. Also vielleicht muss der über Fernkampf besiegt werden. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Aber wir werden es rausfinden. 7%! Junge, Junge. Geile Meile. Das ist ja fast Praktiker-Level hier. Außer Tiernahrung. So. Oh ja, oh, Skelettis scheinen tatsächlich keine schlechte Idee gewesen zu sein. Aua! Ja, ich weiß, es ist eine Herausforderung. Ich verstehe, was ihr meint. Es ist unfassbar nervig. Leute, 14%. Oh. 14%! Was? Bei mir sind es 13. 86 sind bei mir 14. Jetzt sind's 15. Ach so, der ist von 87 auf 85 gesprungen. Okay. Dachte ich so, was für andere Zahlen. D-D-D-D-Sync. Ja, aber sieht doch eigentlich gerade ganz knusprig aus hier, muss ich sagen. Also wir haben jetzt schon 20% gezogen. Komplett knusprig. Ich glaube, Skelette sind wirklich holy moly, ich muss hier weg. Na dann geh. Aber Skelette sind, glaube ich, der Shit hier gegen den, ne? Also. Der wird überhaupt nicht gern von Pfeilen beschossen, habe ich den Eindruck. Da wird er risch itzig. Ich würde jetzt, wo ich hier gerade sowieso zurück zur Base muss, um ein bisschen Yin-Yoga zu machen, gleich mal ein paar Skelette wieder bestellen. Nice. Das macht voll Spaß, wenn du eine Redstone werfst. Ja, ne? Muss ich auch sagen. Ich verstehe, dass Benny das die ganze Zeit machen will. Und was macht Benny, wenn Kevin jetzt hier quasi Benny den Arbeitsplatz wegschnappt? Ich bin wieder weggegangen. Ach so, ich dachte, Benny geht raus. Der bewegt sich halt ein bisschen, dass es. Ach ja, ich weiß, das ist eine bedeutende. Mann. Just for your information, guys, ja. Beware of the time. What time? Ja, ja, ich weiß. Fromste Folge. Ach so, ja. Das, ich will es nur gesagt haben. Da ist alles knusprig. Der Verschlinger wird immer verzweifelter. Nicht nachlassen. Der Verschlinger. Der Verschlinger. Huh! Ah. Da geht es auf eine andere Ebene oder was? Andere Meta-Ebene. Ah, ja. Alter, sowas will ich auch können. Oh, ja. Da hat er sich einfach mal so... Müssen die Redstone-Werfer abgebaut werden dafür? Abgeseilt. Wahrscheinlich. Mittelfristig schon, ja. Aber wollt ihr mal wissen, liebe Freunde, wer sich jetzt auch kurz abseilt? 4! Ja, ist es unfassbar, oder? Wir beenden nämlich hier diese Folge, denn ich glaube, diese Bastion hier oder diese...
Die Sporenhorde, der Boss der Sporenhorde, der wird die Folge auf jeden Fall sprengen. 30% haben wir schon abgezogen, die restlichen 70, die werden auf jeden Fall auch noch purzeln. Jetzt, wo wir rausgefunden haben, was sein Schwachpunkt ist, wird es ein leichtes sein, ihn zu kitzeln, bis er zurück in den Nether geht. Und bis es zurück in den Nether geht, müssen wir aber noch ein bisschen warten, denn diese Folge ist jetzt, wie gesagt, vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gern ein Däumchen nach oben da. Und gerne bis zum nächsten Mal. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Bis dahin, haut rein. Tschüssi.